Oh, hier, guck mal. 24 Stunden lange Müllsammelaktion in Rathenow. Die stinknormalen Superhelden laden Umweltfreunde heute zu einem Bückmarathon ein. Ziehen! Los, ziehen! Unvergleich. Es ist 9 Uhr, wir haben 4 Säcke voll. 0 Uhr 22, Bergstraße. Sonne! Ja. Die ersten Blessuren wird auch schon davon getragen. Oh. Guten Morgen! Also der 24-Stunden-Bürgerton startet jetzt. Der Nebel ist da, wir sind da. Wildmüden sind da. Und, warte, Müll ist auch da. Ja, reicht. Sieht aus, als hätte hier ein Angler sein Depot aufgeschlagen. Wir haben schon unseren ersten Mitstreiter am Start. Kam spontan vorbei. Sehr cool. Sektflasche, Sektflasche. Noch eine. Ja, wie Ostern. Boah, es riecht hier nach Urin. Bin ich kein Fest, Scheiße. Au, ich komme lieber weg. Uah. 9.15 Uhr, wir kriegen Verstärkung von den Ackermäusen. Oh nein, in den Mülleimer. Als nächstes treffen wir die Müllpiraten von der Villa Abenteuerland. Jawohl, sehr gut. Super. Es ist 11.15 Uhr, jetzt müssten eigentlich... Hallo. Hi. Jetzt sind wir in einem Waldstück am Sperlingsweg hinter den Pferdekuppeln. Grundsätzlich ein schöner Wald, nur total traurig, dass hier so viel Scheiß rumliegt. Ja, Scherben ohne Ende. Ich habe noch nie in meinem Leben, wenn wir sammeln oder Müll sammeln wollen, so viele Scherben vor da unten. Ist ein halber Quadratmeter. Bestimmt zu fallen, oder das ist ein ganzer. Aber überall. Ja, normalerweise sagt man ja, Scherben bringen Glück. Ich weiß nicht, ob man das hier auch für den Wald sagen kann, aber... Wir sind jetzt hier bei der Mieler Landstraße mal wieder. Es ist 16.05 Uhr. Weiter geht's am Chörgraben. Guck mal, Maurer-Artikel hier raus. Zeig, lass mal gucken. Nee, das ist noch nichts zu sehen. Oh, Finn! Finn! Von der Aufnahme, der Boss kann ich machen. Yay! Yeah. Liebe Grüße an die Krake aus Köln und ohne Kichern kurz. Das Problem ist, dass die Leute von der Stadtreinigung oder so nicht die Zeit dafür haben, bevor sie anfangen zu mähen, vorzulaufen und sauber zu machen. Aber es sieht danach einfach noch beschissener aus als vorher. Ist zwar dann schön gemäht, aber überall liegt dieser Scheiß rum. Das wird hier gerade noch zusammengehalten. Ist doch ein Scheiß. Es ist 18.25 Uhr. Geschwister Scheustraße. Wow! Juhu, am Mond. Da, der Mond. Schwupps, ist dunkel. Schnell, Moment. Hilfe! Hilfe! Sie kann nicht mehr. Na los, weiter geht's. Dollar. Wie man das nennt, dann, wenn man mit der Lampe hier über den Arm fährt? Guck mal, das ist ein Armleuchter. Also wir haben jetzt hier einen Igel, der sitzt hier direkt an der Straße. Hier darf der nicht sitzen. Das ist keine Igelzone, der Igel muss hier weg. Hier fahren viele Autos, richtig, Kalle? Ja, Busse. Busse vor allem. Doch, jetzt vom Bus kommt der Bus. Also, lieber Igel. Es ist 21.58 Uhr und wir sammeln Kippen am Bahnhof. Wir befinden uns in der Shopmore
auf Straße. Zack. Wir haben jetzt hier ein Fahrrad gefunden. Wahrscheinlich ein Spielgestell oder so. Glückwunsch. Also, Pipi heil, Pipi lang. Ja, sieht auch schon ein bisschen ausgeräumt aus. Also wir haben echt viel gefunden dafür, dass ja nicht so viele Leute mit am Start waren. Wahnsinnig viel. Und jetzt ist es 7. Wie sieht das aus? Ich habe so Bock auf meinem Bett. Gute Nacht, Marie.